Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode heute von Sheepy Tech. Und bevor ich jetzt fragt, verdammte Scheiße, was stimmt denn nicht mit ihm, ist jetzt komplett übergeschnappt. Ja, das hier ist ein Fieberthermometer und ja, das wurde mir zur Verfügung gestellt. Aber ich habe mal in einem Kanal-Trailer gesagt, ich mache alles, worauf ich irgendwie Bock habe. Und ganz ehrlich, wenn ich ein Fieberthermometer bekommen kann, dann nehme ich mir noch eins. Also haben wir hier heute das Digital Thermometer, wird das ausgesprochen? Ich glaube schon. Jumbo Fever Alarm Instant, richtig krass. Gucken wir auf die Rückseite. High Accuracy, Fast Response, Auto Shutoff, Alarm Signal, Break Resistance, How to Use, anmachen, ja, dann irgendwo hinhalten, für auf das Piepen warten und die Temperatur ablesen und es wieder ausschalten. Ja, das klingt doch relativ simpel. Packen wir das Ganze mal aus. Das Ganze kriegen wir für mittlerweile 7,99 Euro auf Amazon. Haben wir so eine kleine Hülle dabei, ja, und dann haben wir auch hier schon natürlich das eigentliche Fieberthermometer. Und was wir noch haben, ist hier an der Seite eine kleine Anleitung, die ich muss es zugeben, die musste ich dieses Mal tatsächlich einmal lesen. Denn es gab eine Sache, die mir nicht sofort klar war. Natürlich klar, hier packen wir das Ding rein, ist relativ simpel. Und hiermit schalten wir es an. Und dann können wir hier, so rum seid ihr, glaube ich, die letzte Temperatur ablesen. Hier 35,3 waren es, glaube ich, gerade. Und dann wird auch schon gemessen. Zwischenzeitlich wird uns noch die Normaltemperatur angezeigt, also 37 Grad. Bei mir waren es jetzt letztes Mal 35,3 stimmt jetzt, glaube ich. Also ich bin halt schon ein cooler Typ, kann man nicht anders sagen. Was soll man über dieses Ding jetzt noch großartig sagen? Naja, es ist ein Fieberthermometer. Es piept schön laut, tatsächlich ist mir das schon aufgefallen, als ich meine Testmessung gemacht habe. Es piept nicht so leise wie andere, sodass man irgendwie denkt, hat es jetzt gemessen oder nicht? Das ist ganz schön. Und die Spitze ist noch flexibel. Ich habe keine Ahnung, warum man das irgendwie braucht oder so. Genau, ja, wie man Fieber misst, könnt ihr euch einfach in die Achselhöhle stecken oder in den Mund oder steht auch, man kann sich auch rektal einführen, steht auch drin in der Beschreibung. Also viel Spaß damit, ich bin da tolerant, macht was immer ihr wollt, messt einfach irgendwie euer Fieber, ne, würde ich mal sagen. Genau, dann könnt ihr hinten einfach das Ding öffnen und habt ihr dann hier die kleine Batterie. Ja, soweit so gut. Batterie ist natürlich mit dabei. Was noch ganz cool ist, dieses Teil ist ja nicht nur das krasseste Fieberthermometer vor dem Herrn. Ja, ihr könnt meine Geste gar nicht sehen. Aber man kann sogar, weil man richtig krass ist hier, zwischen Celsius und Fahrenheit umschalten. Das Ganze geht einfach, indem man einfach das Ding ausschaltet und dann hier 4 Sekunden gedrückt lässt. Und dann, hier seht ihr es, wird jetzt die Temperatur in Fahrenheit gemessen. Das heißt, man konnte gerade sehen, 98,8 Grad Fahrenheit hatte ich am letzten Mal. Und ja, das ist ganz schön krass. Also ich weiß nicht, ob euer Fieberthermometer das jetzt schon kann, zwischen Fahrenheit und Grad Celsius einfach so umherschalten, ja. Meins konnte es bisher nicht. Jetzt habe ich zum Glück ein neues für 7,99 €. Ja, natürlich, Fieberthermometer, ein krasses Gimmick, kann man auf jeden Fall immer mal gebrauchen. Also ja, wie gesagt, ich habe das jetzt mal getestet und kann dagegen nicht großartig sagen, hat einen schönen Screen, piept laut, hat eine Batterie, ich habe keine Ahnung, wie lange die Laufzeit so ist, aber ich denke mal, so oft muss man das hoffentlich nicht verwenden, also sollte ja schon gehen. Ist ganz cool, dass es dehnbar ist hier vorne, ein bisschen flexibel ist und so. Ja, und es piept halt schön laut, man kann das umschalten. Und ich finde das Ding auf jeden Fall geil, also ziemlich cool. Ich meine, was soll man sagen, es ist ein Fieberthermometer. Ich hoffe, euch hat diese etwas andere Review mal gefallen. Und wie gesagt, dieses Produkt wurde mir zur Verfügung gestellt und ich nehme einfach Dinge an, die mir zur Verfügung gestellt werden, wenn sie nicht komplett komisch oder abgefuckt sind oder sowas. Aber wie gesagt, ich habe mal gesagt, ich mache auf dem Kanal das, was ich möchte. Und ja, wenn ihr ein Fieberthermometer braucht für 7,99 €, kriegt ihr das über Amazon Prime direkt am nächsten Tag. Ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage euch, hiermit könnt ihr auf 0,1 Grad Celsius bzw. 0,2 Grad Fahrenheit eure Temperatur messen. Falls ihr das noch brauchen werdet, ich hoffe natürlich nicht, ich hoffe ihr bleibt gesund. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Guckt euch noch meine anderen Videos hier rechts und links irgendwie verlinkt an. Sonst kann ich nur sagen, bleibt gesund, habt noch einen schönen Tag, abonniert mich auf YouTube, folgt mir auf Twitter und Instagram und ansonsten macht es gut. Ciao!